Hallo Leute, ich grüße euch zu einer weiteren Folge Star Citizen in der Version 3.12, die Bounty Hunter Karriere in der zweiten Folge. Wir haben schon eine Mission. Dort geht es um... Dort geht es um... So, einmal dort. Die wir beim letzten Mal ja schon hatten. Die Tracker-Lizenz. Und dort müssen wir ein Mashiro Yan oder wie er auch heißen möge finden für die Bounty Hunter Gilde. Es ist ein mittleres Risikotarget. Bei dem wird es dann schon etwas haariger. Aber ich werde es trotzdem mit der Aurora versuchen. Und wenn das nicht klappt, werde ich dann ein anderes Schiff nehmen. Im Moment sind wir auf Everest Harbor, wo ich uns ja verortet hatte. Und wo wir vorhin aufgewacht sind, nachdem wir in der letzten Folge ja leider bei dieser Mission verstorben sind. Nun ja, dann will ich mal das Schiff holen und dann kann es auch schon losgehen. So, einmal in die Konsolen schauen. Sie ja. So. Pet 01. So, dann sollten wir mal den Helm aufsetzen. Nicht, dass wir das gleich wieder vergessen. Geht doch. Und dann brauchen wir nur noch den Fahrstuhl. So, und ich denke, der Text ist jetzt lange genug gewesen. Und es sollte ein jeder wissen, worum es sich hier dreht. So, einmal kurz schauen. Jo. Helm ist auf. Da steht sie auch schon, das kleine stolze Schiff, die Aurora. Da kann man schon sehr viel mit anfangen. Besonders, wenn man das Schiffchen schon ein bisschen gepimpt hat. Aber dazu werden wir dann in einer der nächsten Folgen kommen. Nämlich dann, wenn es darum geht, das Schiff ein bisschen aufzurüsten, um ein bisschen mehr Power in die Geschichte reinzumachen. So. So, da das sind, da. Das, dann haben wir das ja schon mal alles. Das Schiff war repariert. Dann einmal die Starterlaubnis. Oh. Ein bisschen verzogen, aber egal. So, einmal nach Ita hin.
Okay, Call to Arms haben wir an. So, die Route ist nicht mehr... Na komm. Ach ja. Oftmals ist es so, dass man mir ein bisschen Zeit gibt, indem man hier ein bisschen hin und her schaltet. Ah. Das hat er noch drin gehabt. Okay. Ja, manchmal ist das wirklich ein wenig merkwürdig mit der Karte. Aber nun ja, die wird auch noch besser werden mit der Zeit. Weil das ist schon so vieles Schönes, was hier ist. Also man muss sich nur mal gucken hier. Also dieses System, wo wir gerade sind, hörst du gerade der Mond, an dem wir vorbeigeflogen sind, die ITA. Also sowas habe ich bis jetzt noch in keinem Spiel gehabt. Zack. Na komm. Zack. Zweiter weg. So, jetzt ist nämlich der alleine. Dann dürfte es auch wesentlich einfacher sein, ihn fertig zu machen. So, Untertarget aufgeschaltet. Ja, nicht so schnell. Da wäre einmal ein Triebwerk weg. Okay, okay, okay. Und da wäre er zerlegt. Ja, vorhin lag es wirklich daran, dass ich einfach nicht gesehen hatte, dass die anderen da mich zu doll schon erwischt hatten. Wenn man es dann so rum macht bei dieser Mission, ist es durchaus gut machbar. So, wie lange hat sie jetzt gedauert? Mit allem drum und dran. Knappe 9 Minuten. Ja. Da schauen wir doch mal, was auf dem Missionsmarkt. Also schauen wir erstmal hier ins... Hier ist unsere Trucker-Lizenz. Sie geht jetzt bis MRT-Ziele. Schauen wir mal. So, da ist die nächste. Das ist ein HRT. Ein High-Risk-Target für 5.000, um die Lizenz zu kriegen. Ja, machen wir. Wollen wir ja hin. So, gehen wir mal auf die Karte. Einmal mit viel rumgeklicke. Ah, müssen wir ganz nach Port Olisar. Okay, da wir nach Port Olisar müssen, Ziel erstmal PO. Um sich zu verorten. Ja, ist ein Steinchen im Weg. Ist doch klar. Da kriegen wir die Sonne dann noch ein bisschen weg. Nee, nicht wirklich. Mal gucken, ob es so hinhaut. Jo. Ja, jetzt werden wir ein paar Minütchen fliegen. Das waren mit diesem Vogel
5,5, 6 Minuten. Nee, 6 Minuten 20, glaube ich sogar, auf diese Entfernung. Da werde ich die Zeit mal kurz nutzen und einen neuen Tee kochen. Weil er fliegt ja so weiter, auch wenn ich gerade kurz in der Küche bin, um einen Tee zu machen.
Gerade angekommen. Und dann kann es weitergehen zum nächsten Sprung nach PO. Zum Verorten. Dann sind wir nämlich erstmal im Crusader-System unterwegs. Da sind wir jetzt schon mal verortet und dann geht es gleich weiter nach Jela zu dem Ziel. So, schauen wir noch mal, was uns dort erwartet. Weil es müsste ja stehen. Lukas Auben. Und Hans. Dann weg. Und zum Ziel hin. Einmal ein bisschen Gas geben. Ja, Kollisionsalarm. Womit? Das ist hier die große Frage. Okay, unser Ziel ist da. Unser Ziel ist eine Vanguard Warden. So, dann müssen wir einfach versuchen, nicht getroffen zu werden, wie man so schön sagt. Und jetzt hoffen wir mal nicht, dass seine Freunde zu schnell da sind, als dass die sich da in unseren Kampf mit einmischen. Und es wäre schön. Na komm, lass dich treffen. Kommt er da entgegen? Und nicht zu schnell. Da ist er dann auch schon explodiert. So, was hat er denn als Freunde dabei? 1, 2, 3, 4. Erster. Na. Ja.
Da haben wir den Cutlass Black. Na, der sollte uns lieber nicht erwischen. Mit seiner Kanone. Na komm, sag Boom. Du möchtest doch explodieren. Zack. Da haben wir den nächsten Kandidaten. Eine Gladius. Klein, schnell, beweglich. Und feuerstark. Im Gegensatz zu uns. Aber den können wir auch besiegen, weil wir haben ja die Vanguard geschafft. Warum also nicht auch eine Gladius? Hauptsache ist, die anderen kommen uns nicht in die Quere und schießen uns von hinten über den Haufen. Oder wir verlieren den Kampf durch unsere eigene Blödheit. Na komm. Zack. Nächster. Was haben wir hier? Oh, eine Hornet. Eine F7C. Auch stärker als wir. Aber nun ja. Auch die Hornet ist zu besiegen, was das angeht. Sie fliegt dem NPC-Piloten ja auch schon so langsam um die Ohren. Na komm, ein bisschen runter mit der Speed. Treffen wir noch ein bisschen mehr. Und nicht hier zum Abschluss in mein Cockpit fliegen. Das habe ich gar nicht gern. Na komm. Zack, auch die ist explodiert. Da gab es dann auch nochmal 500 für. So. Dann fliegen wir jetzt mal nach PO zurück. Na. Helm sagt er wieder, er hätte keinen Helm auf. Wir haben noch einen auf. So, nochmal. Ihren. Mal geht's nicht. Na komm. Machen wir es so. Da haben wir ja Port Olisa. Da soll's hingehen. Ja, in dieser Folge haben wir dann ein High-Risk-Target als Ziel gehabt, welches wir erledigt haben. Und wie ihr gesehen habt, geht das auch mit der Aurora relativ gut. Man muss halt ein bisschen aufpassen, dass man bei der Zahl der Feinde nicht so doll ins Kreuzfeuer gerät. Dass man da groß Schaden nimmt. Und zack, einmal Autolanding an. Gleich reparieren.
Ne? Probieren wir es nochmal. Reparieren und auftanken. Ja, dann ist das Schiff. So, der Fuel, der Hydrofuel, na komm. Auch auf 100%. Die Reparatur ist durch. Einmal das Schiffchen ausgestellt. So. Steigen wir hier einmal aus. Ja. Und wie gesagt, jetzt haben wir mit unserer kleinen Aurora schon ein paar Ziele erledigt. In der ersten und der zweiten Folge. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht, dazu zu schauen. Vielleicht bringt es ja etwas für eure Bounty Hunter Karriere, sowas mal zu sehen. Aber das große Ziel letztendlich ist es hier, ein Zertifikat nach dem anderen freizuschalten und später nachher die Miles Eckhart Missionen zu fliegen, weil die bringen wirklich viel Geld. Und ich sage dann mal zu euch, tschüss, bis zum nächsten Mal im Verse. Ich freue mich schon auf die nächste Folge. Mal gucken, was da sein wird. Bis dann. Tschüss.